Wolltet ihr auch schon immer mal wie Harry Potter zaubern können? In diesem Video finden wir anhand eines Experiments heraus, welche Zaubersprüche tatsächlich auch in Real Life funktionieren würden. Bitte bedenkt, dass alles, was ihr hier seht, keine Kameratricks sind und das könnte man auch so in echtem Leben performen. Eine kleine Randinfo zu meiner Wenigkeit. Viele kennen mich als Gamer und Streamer, aber viele kennen mich auch als Zauberkünstler und ich denke, das könnte dadurch noch interessanter werden. Es passt ganz gut, denn in wenigen Tagen erscheint das neue Spiel Hogwarts Legacy. Da haben wir auch einige Zaubersprüche bestätigt bekommen, die voraussichtlich auch im Spiel sein werden. Damit das auch richtig gut wird, mache ich das Ganze nicht alleine, denn ich habe den lieben Miles Pitwo eingeladen. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist vor allem in der deutschen Zauberszene als Professor of Magic bekannt und er hat auch bereits diverse Preise abgeräumt. Und zuletzt hat er bei der österreichischen Meisterschaft auch gewonnen. Jetzt haben wir genug gequatscht, lasst uns mit dem Experiment beginnen. Zuerst haben Miles und ich eine Liste erstellt, um herauszufinden, welche Zaubersprüche denn realistisch umsetzbar sind. Das kam dabei raus. Incendio, Wingardium Leviosa, Lumos, Accio, Reparo, Evanesco, Reducio und Engorgio. Das wären insgesamt 8 Zaubersprüche, die wir heute testen werden. Als erstes haben wir den Zauberspruch Incendio. Dadurch können wir Feuer erzeugen oder das anzünden. Dieses Mal haben wir hier eine Kerze und wir probieren es einmal aus. Okay. Incendio. Let's go, first try. Aber man spielt nicht mit dem Feuer. Ja. Dann haben wir noch den Zauberspruch Engorgio. Dadurch lassen sich kleine Dinge in großer wandeln. Vielleicht triffst du ja auch was anderes. Mach mal einfach. Ja, probier mal aus. Ja. Vielleicht trifft es ja. Engorgio! Ist nichts passiert, oder? Nee, ist immer noch klein. Was mit der? Ja, das hat geklappt. Ja, nice. Aber das andere wäre besser gewesen. Der nächste Zauberspruch, den wir ausprobieren wollen, nennt sich Reparo. Dabei geht es darum, kaputte Gegenstände wieder zu reparieren. Mal schauen, wie gut wir das hinkriegen. Ja, noch einmal. Ja, das ist ja komplett kaputt. Ja. Ach komm, das ist so schön. Noch ein letztes Mal. Ei. Und so. Ich soll es jetzt probieren. Okay, bist du bereit? Hast du einen Zauberstab? Ja, okay. Ready. Let's go. Reparo. Oho! Das ist alles so killer. Als nächstes haben wir einen Zauberspruch, das nennt sich Evanesco. Dadurch lassen sich wohl Gegenstände verschwinden und wir probieren es mit der extra großen Karte aus. Here we go, sei bereit, Evanesco. Das hat, glaube ich, nicht Es hat funktioniert! Ja! Wie hast du es gemacht? Ja, unser nächster Zauberspruch nennt sich Lumos, ein Lichtzauber. Deswegen haben wir ein bisschen dunkler gemacht, weil es wird jetzt auch gleich wichtig für uns. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Okay, here we go. Are you ready? Ja. Lumos. Oh, da haben wir es schon. Gib mal her, gib mal her. Oh. Okay, ich guck mir was aus. Wingardium Leviosa. Wow. Wow. Yes. Das ist ja total. Wow. Lumos. Reducio heißt der Zauberspruch, um große Gegenstände klein zu machen. Bist du bereit? Ja. Leg los. Reducio. Oh, hat es geklappt? Dann haben wir noch zum Schluss eine der nützlichsten Zaubersprüche, nämlich Accio. Das ist ein Aufrufzauber. Damit können wir ja, Gegenstände zu uns fliegen lassen. Let's go. Okay, wir probieren es mal aus mit dieser Tasse hier. Accio, Tasse. Nett, kein Magnet. Und das waren auch schon alle Zaubersprüche, die wir für dieses Video vorbereitet haben. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz drüber reden, was für uns am einfachsten war und was für uns am schwersten war umzusetzen. Ich fange mal ganz kurz an, bevor ich das zu Miles übergebe. Ich muss sagen, Incendio hat übertrieben Spaß gemacht. Es war relativ einfach umzusetzen und es war optisch einfach so hammermäßig. Und Reparo hat mir auch sehr gefallen. Dieses kaputt machen und dann wieder reparieren, absolut der Knüller. Und die Challenge war auf jeden Fall dieses kleiner in groß oder verschwinden lassen, weil ohne Kameratricks ist es schon sehr schwierig, sowas umzusetzen. Und Accio fand ich noch ganz cool. Einfach so Gegenstände zu einem herholen und es ist schon cool. Ja, was willst du sagen, Mats? Ja, also mein Schlussfazit ist, mir hat auch Incendio mit am besten gefallen. Die Kerze, die sich entzündet hat, das ist einfach immer cool. Feuereffekte sind nicht nur für die Zuschauer cool, sondern auch für den Zauberkünstler selbst. Lumos ist einer auch meiner Lieblingseffekte gewesen, weil es einfach wunderschön ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
auch in der Kombination vor allem dann, dass wir da noch zwei andere Zaubersprüche mit integriert haben. Ich fand's sehr spannend, dass wir jetzt hier tatsächlich mal Zauberkunststücke und auch Zaubertechniken verwendet haben, die tatsächlich eins zu eins so im echten Leben von Profi-Zauberern verwendet werden. Oft hat man es ja, dass Zauberkunststücke extra für Social Media oder fürs Fernsehen angepasst werden. Das haben wir jetzt darauf geachtet, dass das hier nicht der Fall ist. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und fand ich auch sehr interessant und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht und wie ihr das Ganze annehmt. Lasst es uns doch einfach mal in den Kommentaren wissen, ja, was euch am besten gefallen hat, oder? Du bist ja gar kein Boomer. Nein. Das ist verstanden. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video da, wenn es euch gefallen hat und kommentiert natürlich, wenn ihr Bock drauf habt. Und sonst die ganzen Socials von den lieben Miles Pitwill findet ihr auch in der Videobeschreibung. Einfach mal anklicken und auschecken, da findet ihr echt geile Tricks und Illusionen, die er performt. Und ich hoffe... Ich auch nicht. Es hat auf jeden Fall brutal viel Spaß gemacht. Danke, Miles, dass du extra dafür angereist bist. Und teilt das Video gerne mal mit euren Freunden, Familien, was auch immer. Und sonst sehen wir uns in den Streams wieder. Ich werde auch unter anderem Hogwarts Legacy streamen. Schaut einfach vorbei. Sagt einfach Hallo. Ich beiß nicht. Vorbei, oder? Ja. Würde ich sagen. Box.